Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das? Nico? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Wege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Über was du denn da Zugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Wohl das Kommunikations-Array defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahl aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Der Führer ist kalt. Falscher Kurs! Daniel! Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße! Wir sind zu schnell! Wir werden in die Hölle krachen! Chen! Auf den Notstabilisator! Da! Das blaue Licht! Das könnte uns abbremsen! Okay. Hölle raus! Dann auf! Schon. Hey, Johnston, alles okay? Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Chan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Wird schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken Anzani. Alle anderen zu mir.
Immerhin ist das Signal noch da. Melden wir uns mal an. Isaac, synchronisier deinen Rig. Willkommen, Isaac Clark, auf der USG Ishimura. Rig synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Reicht der Sicherheitsdienst nicht? Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Eilig. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan, kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Riecht dir das auch? Was denn? Als wäre was in der Lüftung verreckt. Ugh. Leite den Strom zum Aufzug auf. Was denkst du, was ich hier mache? Isaac, versuch's mit der Sicherheitskonsole. Und die Steuerung. Die AB Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder da sein. Gefährliche Anomalie registrieren. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Daniels, wenn ihr Aufzüge wieder zu kommen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Auf! Thank you.
Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben! Wir haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben! Smith musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen! Wir brauchen Hilfe! Überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück.
Eine Türstörung auf dem Weg zum Wartungssektor. Kannst du das reparieren? Nein, aber ich habe einen Stasi-Motor gefunden. Wenn ich schneller bin als... Ich schaffe das. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Maschinenraum. Habt ihr ein Stasi-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort! Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Ihr Tempel, wir schicken ein Stasi-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich... höre Dinge.
unten in den Gängen, wo niemand sein kann, weißt du? Ich weiß. Der automatisierte Lader ist kaputt, aber die Stase sollte ausreichen. Es kommt aufs Timing an. Super. Aber beeil dich, okay? Hier unten hat man alles. Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Rechter Ladegreifer befestigt. Bitte warten.
Der Waggon hat das ganze System blockiert. Eins ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben.
devono essere scansionati prima dell'imbarco. Isaac, wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich hab die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Thank you.
Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Alles sauber! Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich.
Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Da. Ist das Blut? Bailey, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyen reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Ich hätte mitkommen sollen. Was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Fuck. Die Kerlchen war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott! Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das?
Zurückgekommen.
Isaac, hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja, aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder, vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac, was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich hab ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich.
Aktiviert. Deaktiviert.
Ich halte noch die Position. Was passiert dort? Hast du die Kau gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch ein Schockbett finden. Okay, mach schnell, Isaac. Schwerelosigkeit aktiviert. Yeah.
Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Persönliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-G-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. Rick-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. Rick-Standort? Nicht ermittelbar. Manuelles Rick-Tracking ist verfügbar.
Daniels, antworte nicht auf Ihren Rig-Link. Wie ist dein Status? Ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Voidzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren.
Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recode, damit wir den Computer nutzen können. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommandocrew sagt uns nicht, was los ist. Scheiße. Vielleicht habe ich noch mehr HP übrig.
Freigabe erforderlich. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Crew sagt uns nicht, was los ist. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Thank you.
Sicherheitsanfrage abgerufen. Sie verlassen. Es war dunkel und sie kratzen an den Wänden. Sie warten. Ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Ich schneide sie raus. Ich schneide sie raus. Yeah.